So, Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 3. Das letzte Mal haben wir die Goblin-Dame aus dem Druidenhain entführt, beziehungsweise gerettet, wie man es sehen möchte. Sie ist jetzt zu ihrem Stamm auf. Außerdem haben wir herausgefunden, dass die Absolute scheinbar eine Gedankenschinder-Marionette ist und uns jagt. Warum auch immer. Wir haben auf jeden Fall unsere Verfolger niedergestreckt und jetzt... Eulenbären, das könnte vielleicht jetzt zu schwierig werden. Wir versuchen aber unser Glück. Eulenbärennest. Holy Macaroni. Ein Eulenbärennest. Hatte ich nicht irgendwo... die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Kann ich das nicht als Zauber zum Beispiel? Der Hexenmeister konnte es wohl mit dem Bär. That's a stench. Dead owlbear prey, no doubt. Ausgeweiteter Goblin. Schwerer Stein. Was will ich mit einem schweren Stein? Eigentlich will ich ihn nicht rein. Was ist dort unten? Eine vergoldete Truhe. Blut. Ein Schrein der Selune. Ein Eulenbärenjunges. Hier gibt es ein paar Sachen. Krieg zwischen Selune und Schar. Ah, okay. Den Trank nehme ich an mich. Das nehme ich gerne. Glaskelch könnte wertvoll sein. Das ist okay. Weihrauch, wer weiß, wofür man es brauchen kann. Und natürlich... Okay. Kann man das entschärfen? Und was macht man damit? Jetzt habe ich auf jeden Fall ordentlich Schaden erlitten. Jetzt muss ich rasten. Toll. Ich hätte mich auch heilen können, aber rasten geht schneller. Außerdem gibt es hier lauter so Sequenzen. Moment. My, my, what manner of place is this? A patch of ground to call home. Where's some das? Rest for the wicked, Moment. After all. Kenn ich den? What would suit the occasion? Oh, was war das mit seinen Augen? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw, and that, love, was that. They do know how to write them in Cormyr, don't they? Well met, I am Raphael. Na endlich. Very much at your service. Wer bist du? Freut mich, ich heiße Wuji Games. Charmed, I'm sure, in more ways than one. We should have a chat, you and I, but not here. No, this encampment is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Whoa. Whoa, 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 whoa. There, middle of somewhere. Okay, dramatische Musik. Nettes Dekor. A house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Warum erinnert mich das an Konstantin? Bist du der Teufel? Euer Spiel führt das Theaterstück auch irgendwo hin? Are you not entertained? Well,
far be it from me to disappoint. Ah, da haben wir's. Das ist ein Teufel. Kein Tiefling mehr. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior? That's for certain. Oh, shit. Warum wollt ihr mir helfen? Because my compassion is natürlich. Boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, two tenants, and no solution in sight. Naja, in Sicht. I could fix it all like that. Ich würde. Aha. Ich bin nicht so irre, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen. And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself, shop around, beg, borrow and steal, exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Okay, und wenn ich einen Pakt eingehen möchte, wo würde ich euch finden? I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there. When it runs out. Das war creepy. Niedergeschlagen. Dort hinten ist ein Ausrufezeichen. Schattenherz hat was zu sagen. Das war richtig, richtig creepy. Vor allem. Unser Lager baut sich immer mehr auf. Warum? Seit wann habe ich eine Werkbank? Die werden immer größer. Aber das war jetzt verstörend, muss ich zugeben. Schattenherz, weißt du, was hier war? Bloody hells. Literally. Just when I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. No matter. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. Now, as for this Raphael. He knows our secret. He claims he can help. What do you make of him? Tja. Probieren wir es mal. Anticipation. She is testing you somehow about Raphael. Er ist ein Teufel, wir können ihm nicht trauen, ganz einfach, das ist klar. Die haben immer schlechte Gedanken dahinter. No doubts at all. He seemed powerful and very knowledgeable about our problem. Not the worst prospect we've stumbled across. As long as you can look past what he is. Genug über mich geredet, was haltet ihr denn für das Beste? I'll tell you in due course. I just wanted to see how close we are in thinking, first of all. Wir können ihm nicht trauen. Er ist ein Teufel. Hallo. Good. That's what I wanted to hear. I know people who work much like our new acquaintance does. You don't need a scourge or a rack to break people. Fear and self-doubt is sufficient. When actual pain comes, the victim's already done the heavy lifting for their torturer. There were no right answers with that devil. He was toying with his food, us.
Ich glaube, da liegt ein klein wenig Bewunderung in eurer Stimme. Seid ihr eine Sadistin? I respect his craft. As should you. Watch out for that devil. Na gut, ja, das hatte ich auch vor. Also, erstens, ein Teufel kommt einfach in unser Lager und zweitens, what the fuck? Die auf Kutschen und Wagen gebunden werden kann. Kann ich hier Sachen rein verstauen? Deswegen. Habe ich da immer eine Option, ins Lager Sachen zu tun? Warte mal, ich schau mal schnell. Inventar, zu Waren an Lager senden. Ah ja, okay, gut. Geht tatsächlich. Mein Inventar geht noch. Mein Inventar ist sowieso verwirrend, die Anzeige. Ich habe, glaube ich, doppelt so viel. Flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Shit. Halt. No, no, it's not what it looks like. I swear. Endlich. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in dim firelight, you see him for what he really is. A vampire. A slave to sanguine hunger. Endlich ist die Katze aus dem Sack. Ja, genau. Nicht zu glauben, dass ich es nicht begriffen habe. Wir haben sogar euer Proviant-Wildschwein gefunden. It's not what you think. I'm not some monster. I feed on animals, boars, deer, kobolds, whatever I can get. I'm just too slow right now. Too weak. If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Please. Warum habt ihr mir das nicht gesagt? At best, I was sure you'd say no. More likely, you'd ram a stake through my ribs. No. I needed you to trust me. And you can trust me. Das hörte sich beim letzten Mal anders an. Na, ich glaube euch. Thank you. Do you think you could trust me just a little further? I only need a taste. I swear. Drowblut. Ganz ehrlich, Vampire, also wenn ich könnte, ich würde auch gerne Vampir werden. Kannst du mich in einen verwandeln? Keinen Tropfen mehr, als ihr braucht. Really? I... Of course. Not one drop more. He holds you carefully, delicately, until he strikes. It's like a shard of ice into your neck, a quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. Das ist genug. Ich muss mich heilen. Oh, of course. Ein Vampir. That was amazing. My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy. Ich freue mich darauf, euch kämpfen zu sehen. Shouldn't take long. So many people need killing. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. You watch as he stalks towards the forest, stronger, more confident, ready to hunt. This is a gift, you know. I won't forget it. Okay, wir haben also jetzt endlich die Bestätigung. Ich bin immer noch im Lager. Good morning. How do you feel?
Gut, ich fühle mich nur etwas benommen. It'll pass. Just be glad I'm not a true vampire. Kein true Abide vampire. From them and you might wake up as a vampire spawn. Ah, shit. Like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Ah, das erklärt's jetzt, weil tatsächlich aus Baldur's Gate 2 kenne ich auch Vampire, die waren eigentlich immer in der Nacht unterwegs, wahrscheinlich mit Grund. Könnt ihr euch deshalb in der Sonne aufhalten, weil ihr kein echter Vampir seid? Was seid ihr dann? Oh no. I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone or something wants me alive. They've changed the rules. Some of the rules at least. Die Entwickler. Running water still burns like acid. And I don't know if I need an invitation to enter a house. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. Na gut, vielleicht ist es der Parasit. That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Nee, ich mag Vampire. Although there's still time. A vampire among us? So be it. But should I wake with so much as a drop of blood on my neck, I will end him. Oh, and a quick word of warning, Astarion. I taste absolutely awful. Keep your distance. Ich vertraue ihm, er wird uns nichts tun. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. Na gut, wie komme ich hier wieder weg? Na, jetzt. muss erst wieder rendern alles hier in der Gegend. Trank der Geschwindigkeit möchte ich noch haben. So, da oben war ein Junges. Ich sollte mal speichern, weil ich bin hier sehr, sehr vorsichtig, lieber. Schnellspeicherung erfolgreich. Okay. Lol. WTF. Was war das, bitteschön? Okay, muss mich wieder heilen. Da ist ein Eulenbär verstört. Oh shit. Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Eulenbärenjunges hat 29 Leben. Bitte, was? Du hast nicht mal... Ah, es ist verstörend, dass du existierst. Ich will nicht gegen dich kämpfen, muss ich zugeben. Ja, ich hätte wegrennen sollen. Yo! Kritischer Fehlschlag, ein Glück. Angriff! Nee, Tatendrang. Das ist ein harter Gegner. Und jetzt einen bedrohlichen Angriff. Schade. Trifft alles nicht. Erstmal muss ich mich hier zurückziehen, genau. Einfach ein Stückchen zurück. So, und jetzt sengender Strahl. Nur einer hat getroffen. Schwach. Verstehe ich nicht, warum Zauber so schlecht treffen. Eigentlich müssten es hundertprozentige sein. Ich will euch eigentlich nichts tun.
Wollt bloß mal reinschauen. Wow, fuck. Ich glaube, das hat keinen Sinn hier. Wir verlieren hier gnadenlos. Warum habe ich hier... Warum treffe ich nichts? Warum ist es so schlecht hier alles? Das hat keinen Sinn, wenn ich nicht treffen kann. Keine Bewegung, sehr gut. Irgendeine schöne Position, irgendwas oben oder so, hätte ich gerne. Eins, zwei, drei. Das ist nicht ganz down, das Viech. Jetzt ist es down. Dein Junge ist es down. Es tut mir leid. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Wunden. Jawohl, nekrotische Wunden. Und wieder abhauen. Geht nicht? Oh, das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Ich habe 17 Heiltränke. Nett. Bestimmt, weil wir ein Kind gekillt haben. Das überlebst du auch nicht so häufig. Durchschnaufen. Und jetzt... Angriff. Jawohl. Das hat gut Damage gemacht. So, wie machen wir... Was machen wir mit dir? Hinterhältiger Angriff. Ging wahrscheinlich nicht, weil es kein hinterhältiger Angriff ist. Magie. Wir brauchen gute Magie. Neun. Ich mache keine neuen Schaden. So, und jetzt noch um dich Lichter herum. Dann sehen wir auch alles. Sie lebt noch. Achso, weil sie... Ja, sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Finish her. It. Whatever. Okay, dann mit Magie. Sicherer Magie. Okay, tut mir leid. Hoffentlich warst du kein Druid. War nicht der Druide irgendwie? Naja. Kopf eines zerbrochenen Speers. Schade, da hätte es bestimmt auch eine friedliche Variante gegeben, oder? Rucksack, schwerer Stein. Ein kopfloses Skelett. Ein Eulenbären. Ordnung, Untote, die den Träger angreifen, allein. Tiere, die den Träger angreifen, zu sich. Okay. Gegen Untote gut, gegen. Was ist denn das für ein Schrott? Das will doch kein Mensch nehmen. An Albert-Egg. These are supposed to be worth a fortune. Oh, das ist dann gut. Wie kommen wir da hoch? Ja, und schon können wir zumindest... Na, wir sollten lang rasten. Ich hoffe, diesmal passiert nicht schon wieder so viel dazwischen. Ich will doch einfach bloß mich heilen. Ja, geht doch. Geht doch. Sehr schön. Okay, wir sind wieder full und haben... Weil dann kann ich auch immer mein Zeug full nutzen. Kurzschwert liegt hier. Nehmen wir das Skelett.
Ein Kurzschwert. Dann haben wir... Oh ja, das sind die Spuren. Halt! Jetzt wissen wir ja. Jetzt hat er es wenigstens gesagt. Jetzt wissen wir, dass wir aufpassen müssen wegen ihm. Hier gibt es einen alternativen Weg. Halt, der Rucksack ist interessant. Okay. Tatsächlich ein paar von den Tränken, die ich habe. Ich habe die ganzen Heiltränke. Sollte ich aufsplitten? Nee, so nicht. Stapel teilen. Hier, er hat gar keine. Du hast zwei, du hast zwei. Das ist in Ordnung. Zwei ist erstmal in Ordnung. Geil, wir hätten von dort oben auch sehr gut kämpfen können. Hätte man das mal vorgewusst. Hier geht's nach oben raus. Hier? Ja, also von hier oben hätten wir richtig gut... Moment. Ah, wir hätten auch die Umgebung nutzen können. Wir hätten den Stalaktit hier anhitten können, dann wäre auf den Eulenbären gefallen. Warum? Hätte es keine friedliche Variante gegeben? Ich wäre gern mit der friedlichen Variante. Ausgekommen. Wo, Kruko. Kratzer. Wer ist denn Kratzer, mein Freund? Wo bin ich hier? Ah ja, ich bin schon ein Stückchen weiter hier. Kratzer. Oh, Kromwick. Hallo, Kratzer. Du bist ein Hund. War das dein Herrchen? Hinknien und ich will ihm nichts Böses tun. Komm schon. Jawohl. The dog lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Das sind interessante Augen. Sind die magisch? Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse. The dog whimpers nervously, as if to urge you on. The dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. Die Hand ausstrecken, damit er deine Fährte ins Lager folgen kann. The dog sniffs your hand, his tail swung low in understanding. He knows how to find you. Okay, jetzt können wir auch den looten. Harter Brief, sanfter Brief, persönliche Nachricht, was? Und Äpfel. Lesen. Neufinger, ich werde nicht in die Stadt zurück, sondern Handlanger nicht nach mir suchen. Wenn die Schuld beglichen wird, müsst ihr mir vertrauen. Es gibt zum Friedhof und sucht zum Grab von einem Pöbel. Daven, es ist ein Junge, er ist gesund und perfekt. Ich habe ihn nach seinem Vater benannt. Komm zu uns, Bobato. Flora und Daven. Gromwick, sei besonders vorsichtig auf dem Rückweg nach Baldur's Tor. Ich habe von weiteren Überfällen auf Reisen in der Region gehört. Ich lasse mein bester Bote am Ende noch in Filmstrom. Portmaster General Danzo. Das wird vielleicht später noch interessant. Gut, okay. Ein Hund? Kriegen wir jetzt einen Hund? Oder haben wir jetzt einen Hund? Regen macht dir aber nichts aus, scheinbar. Zumindest so sieht's so aus. Rotkappen. Oh. Was hat mir da plus eins gegeben? Egal. Okay, wir haben den Eulenbären besiegt. Das war doch mal... ein brutaler Gegner auf jeden Fall. Der hätte mich zerfetzen können. Zum Glück hält sie schon ein bisschen was aus. Aber zwei Attacken von dem und sie ist fast tot. Oder sie ist dann schon tot, wenn man Pech hat. Gut, dann werden wir beim nächsten Mal hier diese Seite genauer erkunden. Wir wollten ja eigentlich... Ja genau, wir hätten hier auch rübergekonnt. Aber jetzt sind wir hier einfach rausgeploppt und können uns trotzdem erkunden. Ja, dann schauen wir uns hier weiter um beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.